Tiefer bis heutige Herren. Ich bin Angus O'Hallen, ich komme aus Dublin, bin vom Beruf Informatiker, bin aber auch privat irischsprachiger. Die irische Sprache wird nicht mehr so häufig gesprochen in Irland. Es gibt irischsprachige Gegenden an der Westküste und dann gibt es vereinzelt über das ganze Land verstreut solche wie ich, die entweder irischsprachig groß gewachsen sind, das heißt zu Hause haben wir irisch gesprochen, oder Leute, die als Erwachsene oder in der Schule irisch gelernt haben. In der jetzigen Corona-Zeit ist unsere physikalische Welt sehr geschrumpft. Wir dürfen nur im Umkreis von 5 Kilometern von zu Hause uns aufhalten und sollen nach Möglichkeit zu Hause bleiben, außer ab und zu mal einkaufen oder für ein bisschen spazieren zu gehen oder so ähnlich. Gerade die Gaeltacht-Gebiete, die an der Westküste sind, leiden sehr darunter, dass es den Coronavirus gibt, weil sie sehr viel vom Tourismus leben und vor allem vom Kulturtourismus. Alle Schulkinder in Irland müssen Irisch in der Schule lernen und fahren häufig im Sommer zum Sommercamp an ein Gaeltacht-Gebiet, wo sie dann vormittags Schulklassen haben im Prinzip und dann nachmittags auf Irisch spielen, singen, tanzen. Ich hoffe, einigen von euch nächstes Jahr in Irland begrüßen zu können und dann können wir ausführlich über Irisch und wie es über die Sprache reden und wie es dazu kommt, dass jetzt nur noch wenige die Sprache sprechen. Slán go fóill, agus tá súil i gcomhghaidh mo do rí sibh.